Was mich an meinem Job am meisten fasziniert? Vielleicht ist es die unglaubliche Vielfalt an Projekten und die vielen Lösungen, die wir jeden Tag entwickeln. Denn jedes unserer Projekte ist einzigartig. Auch bei Tunnelprojekten, wo die geologischen Voraussetzungen immer andere sind. Zum Beispiel beim neuen Bahntunnel Rastatt. Er liegt unter dem Grundwasserspiegel. Daher hatten wir Taucher im Einsatz, die gleich zu Beginn eine Grundwasserwanne aus Beton für den Tunneleinstieg erstellten. Der Tunnel ist Teil einer Hauptverkehrsader von Rotterdam nach Genua. Er wird mit Building Information Modeling umgesetzt. Mit dieser Methode, die auf einem digitalen 3D-Modell aufbaut, können wir den kompletten Bauprozess in allen Details virtuell simulieren. Und auf der Baustelle jederzeit mit dem Ist-Zustand abgleichen. Eine effektivere Kontrolle und Planungssicherheit ist kaum vorstellbar. Oft geht es in unserem Job um ganz besondere technische Herausforderungen. So wie bei der Brücke Queen's Ferry Crossing an der schottischen Nordseeküste. Für die Installation der 200 Meter hohen Pylone mussten unsere Geotechnik-Experten besonders starke Fundamente in Stahlsenkkästen konstruieren. 110 vorgefertigte Deckelemente, jeweils 750 Tonnen schwer, perfekt einzupassen, eine echte Herausforderung. Die 2,7 Kilometer lange Brücke bei Edinburgh ist die größte Schrägseilbrücke mit 3 Pylonen der Welt. Internationale Zusammenarbeit spielt bei uns eine wichtige Rolle, so wie in Amsterdam. Die niederländische Hauptstadt braucht dringend neue Verkehrskapazitäten. Dafür werden Autobahnen ausgebaut. Den Sand für den Baugrund haben wir überwiegend durch hydraulische Spülung transportiert und damit 225.000 Lkw-Fahrten eingespart. In Public-Private Partnerships verwirklichen wir notwendige und oft nur schwer finanzierbare Projekte. Für die SAA 1 entstanden auf 20 Kilometern Fahrbahnen, Brücken und eine aufwendige Aquäduktkonstruktion. Hochtief ist Teil eines internationalen Konsortiums und bleibt Betreiber für 25 Jahre. Wir stehen für Bauprojekte in aller Welt. Die Kollegen von Turner haben mit dem Bau des Wilshire Grand Center in Los Angeles die Skyline der Stadt verändert. Das 5 Meter dicke Betonfundament wurde in einem einzigen Arbeitsgang gegossen. Mit 2100 Lkw-Ladungen. Genug für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Mit 335 Metern ist das Wilshire Grand heute das höchste Gebäude an der amerikanischen Westküste. Aufgrund der schlanken Gebäudeform und der Lage erhielt es eines der fortschrittlichsten Erdbeben- und Windschutzsysteme der Welt. Ein Betonkern reicht 5 Stockwerke in den Untergrund und fast 260 Meter in die Höhe. Stoßdämpferartige Verstrebungen auf mehreren Ebenen verstärken die Sicherheit. Sie können die Energie von Erdstößen im Falle eines Bebens abfangen. Damit ist die Aussicht auch im obersten Stock großartig und sicher. Auch Rohstoffgewinnung gehört zu unseren Leistungen. Thiess, eine Tochter unserer australischen Beteiligung CIMIC, ist der größte Minendienstleister der Welt. An der Lake Vermont-Mine gewinnen unsere australischen Kollegen Kohle aus kompliziert verlaufenden Flözen. Unser technisches Team ist seit mehr als 70 Jahren führend bei Mineninnovationen. Wir entwickeln und realisieren neue Methoden und Technologien. Zum Einsatz kommen eine eigene Spezialsoftware, Vermessungs- und Lenkungssysteme, um bei Sprengungen die Tiefe der Sprenglöcher, ihre Verteilung und die Reihenfolge genau aufeinander abzustimmen. Das Resultat? Mehr Effizienz und weniger Belastung für die natürliche Landschaft. Und manchmal entwickelt sich ein Job zum Leuchtturmprojekt. Wie die Elbphilharmonie. Von einem alten Kaispeicher zum 110 Meter hohen Gesamtkunstwerk. Ein Bauwerk, das musikalische Weltklasse nach Hamburg bringt und als Quintessenz aller denkbaren bautechnischen Herausforderungen gilt. Hier war nichts Standard.
Alles Speziallösung und hochkomplexe Technik. Von Europas längster und zugleich geschwungener Rolltreppe über die beeindruckende Plaza bis hin zur Fassade aus über 1000 gläsernen Unikaten. Vom kleineren Konzertsaal als Verwandlungskünstler bis zum 12.500 Tonnen schweren Hauptsaal, der durch Spezialstoßdämpfer akustisch komplett von der Außenwelt entkoppelt ist. Die Elbphilharmonie, schon kurz nach der Eröffnung eine Ikone. Was mich an meinem Job am meisten fasziniert? Am Anfang sind es die Ideen. Und dann entsteht daraus etwas Schönes, Großes und Bleibendes. Bei diesem Prozess dabei zu sein, das ist für mich die Faszination Bauen.